Es gibt viele Nachrichten am Donnerstag, dem 30. März. Erfahren Sie aus diesem Wirtschaftskalender mehr. Das Schweizer KUF-Wirtschaftsbarometer für März erscheint um 7 Uhr. Der Index stieg im Februar um 5,2 Punkte und erreichte ein Dreijahreshoch. Dies lässt vermuten, dass die schweizerische Wirtschaft in naher Zukunft in überdurchschnittlichem Tempo wachsen wird. Die Vorabschätzung des deutschen VPI für März erscheint am Mittag. Die jährliche Inflation der Euroraumgrößten Wirtschaft stieg im August auf 2,2% durch höhere Nahrungsmittel-, Energie- und Dienstleistungskosten angetrieben. Die endgültige Version des US-BIP fürs vierte Quartal folgt eine halbe Stunde später. Das annualisierte Quartalswachstum wird mit 1,9% vorabgeschätzt, aber die Zahl kann nach oben revidiert werden. Gleichzeitig werden die beachtenswerten US-Arbeitslosenansprüche aktualisiert. Die neuen Ansprüche sprangen in der Woche zum 18. März um 15.000, während die bestehenden Ansprüche in der Woche zum 11. März um 35.000 zurückgingen. Auch der kanadische Industrieproduktpreisindex für Februar wird zu diesem Zeitpunkt verfügbar sein. Die Produzentenpreise wachsen seit 5 Monaten, wobei die Energie- und Benzinpreise als Lokomotiven dienen. Nach einer Pause erscheinen um 23:01 britische Verbrauchervertrauensdaten für März. Im Februar ging der Index zurück, weil die Erwartungen für Privateinkommen um 4 Punkte sanken. Zwei sehr bedeutende Nachrichten über die japanische Wirtschaft im Februar sind um 23:30 dran, einschließlich VPI. Im Januar stieg die jährliche Kerninflation zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr in den positiven Bereich. Der Arbeitsmarktbericht erscheint zur gleichen Zeit. Die Arbeitslosenquote sank im Januar um 1 Prozentpunkt. Japanische vorläufige Industrieproduktionsdaten für Februar folgen um 23:50. Nach 2 Monaten starken Wachstums rutschte die Produktion im Januar ab. Neuseelands Unternehmensvertrauensdaten für März sind um Mitternacht fällig. Der Index sank im Februar, aber laut Bericht sei dies eine vorübergehende Schwäche. Australische Privatsektorkreditdaten für Februar sind für 0.30 Uhr geplant. Im Januar hat das Kreditportfolio weniger als erwartet zugenommen, dies nach einem starken Zuwachs um 0,7% im Vormonat. Und der beachtenswerte chinesische PMI für März schließt um 1 Uhr nachts. Der Erzeuger-PMI erholte sich im Februar, während der Dienstleistungs-PMI nach einem leichten Rückgang doch gut im positiven Bereich blieb. Dies war der Wirtschaftskalender für Donnerstag. Ich bin Jack Everett und morgen kommen wir auf Sie mit der nächsten Übersicht für Freitag zu. Bis dann.